Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Raft. So, ja, nebenan ist mal wieder eine Insel aufgetaucht. Ich habe jetzt hier schon den Anker gesetzt, damit wir uns gleich um die Insel kümmern können. Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was anderes machen, aber das heißt, wir holen uns jetzt hier erstmal alles aus den Netzen raus, was jetzt irgendwie hier drin ist. Sortieren das jetzt einmal kurz weg. Ist ja jetzt sowieso gerade Stopp. Damit wir denn hier auch nochmal ordentlich Ressourcen rein haben. Können wir ja demnächst wieder ordentlich bauen hier. Ja, okay. Ich habe mittlerweile so viel Zeug, dass ich sogar schon nicht mal mit dem Rucksack da reinkriege. So, wir haben hier noch ein paar Seile. Wir haben hier Steine. Wir haben hier Holz. Holz ist immer schön. So, dann haben wir noch zwei. Also passt schon gar nicht mehr rein hier. Das gehört da nicht rein. So, wir haben auf jeden Fall Plastik wieder. Und wir haben Grünzeug. So, der Rest kommt ja Küche und Co. Ist ja kein Problem. So, das hier war noch vom Ausweichmanöver. Ist aber sonst nichts weiter reingeflupst. Oh. Oh, die Dinger hier hinten sind voll, oder was? Oh, okay, ich brauche hier dann noch einen dritten. Weil ich sehe, da hinten ist noch ein Fass übrig. Weil wir jetzt auch ein bisschen, naja, nicht ganz im Mittig des Stromes schwimmen. Hier auf der Seite haben wir das Problem ja nicht. Aber dann brauche ich ja hier nochmal eine Reihe Netze. Na gut, können wir noch mit einbauen. Ist nicht das Ding. So, hier liegt noch alles ein bisschen rum. Eigentlich wollte ich mich ja jetzt um die Umzäunung schon mal so ein bisschen kümmern. Hab auch schon das gesamte Eisen eingeschmolzen. Auch das Kupfer habe ich schon soweit eingeschmolzen. Also von daher hat man da schon mal ordentlich was machen können. Aber gut, hier fehlt dann halt nochmal. Na, dann müssen wir da nochmal ackern gehen. Na komm. Das Blättchen wollte ich haben. So, aber ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Dann ist ja jetzt zum Glück nur eins rausgegangen. Mir kann ich aufgefallen. Da habe ich mir jetzt einen schönen Kaffee gemacht jetzt hier. Und einfach mal ein bisschen rumtickern lassen. Das Schiffchen. So, hier nochmal die Seile rein. Und sogar noch ordentlich Schrott mit dabei. Gut. Nee, halt. Falsche Kiste. Dann gucken wir nochmal. Hier hatte ich jetzt auch schon alles rausgenommen. Ja. Kupfer und Co. Gekocht habe ich auch schon. Als hätte ich sie ahnt, so nach Motto. Ah, jetzt habe ich gar keine Planken mehr hier. Als hätte ich es sie ahnt. Jetzt brauche ich aber nochmal Planken. Gucken nochmal nach Grünzeug. Ja, dürfte vielleicht reichen. Ah, ich brauche noch einmal Planken. Und dann werden wir uns nochmal schön satt essen und vorbereiten auf den großen Showdown. So, hier haben wir nochmal Rüben und alles. Eigentlich wollte ich jetzt hier auch noch eine dritte Kochstation mit aufstellen, aber naja. Bin ich ja gar nicht zugekommen. So, dann essen wir uns jetzt erstmal den kleinen Rübchen hier satt. Bevor wir die guten Suppen essen. Zack und zack. Zweimal Fischsuppe. Hier haben wir noch mehr. So, jetzt sind wir wieder over the top OP. Das heißt, Essen brauche ich nicht mitnehmen. Und meine Wasserflasche reicht ja eigentlich komplett aus hier. Um einmal durchzugehen. Na komm, wenn, dann machen wir richtig eine volle Wasserflasche, so wie sie es gehört. Wir haben ja hier hinten noch ein bisschen was. Kann ich ja hier schon mal wieder reinfüllen. Gut, dass ich immer überall mehrere Dinger davon stehen habe.
So, ist jetzt die Frage, tauchen wir jetzt zuerst oder nicht? Schwierig. Na komm, Schaufel muss rein. Hammer hatte ich schon soweit reingelegt. Schaufel muss sein. Und, ja, die Ecke hast du schon abgebissen, deswegen nimmst du die andere jetzt, ne? Ja, ja. Bald ist dir das nicht mehr möglich, mein Freund. Bald. Warte ab. Warte ab. So. Ja, Schwimmflossen, Taucherflasche, Bogen habe ich hier noch drin. Auch 30 Pfeile. Netzwerfer, ja, wir könnten eigentlich nochmal mitnehmen, aber ich weiß nicht. Brauchen wir nicht. Ich glaube, man brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Weil bis jetzt habe ich ja nur das Lama. Was ich aber wieder brauche ist, den habe ich ja noch gar nicht neu gemacht. Zum Glück haben wir hier noch Bolzen und Seile kriegen wir auch gleich nochmal. Ich brauche ja noch einen neuen Haken. Das ist der Haken an der Sache. So. Der fehlt ja jetzt mittlerweile. Hat mir ja in der letzten Folge schon kaputt gemacht. Gut. Ja, Bolzen und Co. können wir wieder reinschmeißen hier. Eigentlich haben wir jetzt gut was da. Wir haben gut Platz. So gefällt mir das. Falsche Kiste. So, einmal Holz weg. Einmal Seile weg. Jo, dann würde ich sagen, Attacke. Gehen wir erst auf Insel und dann einmal Runde tauchen. Ich warte immer, dass Willi mir direkt in den Arsch beißt. Welch ins Wasser springen. Aber nee. Der interessiert sich gar nicht dafür. Das heißt, wir können hier gleich in Ruhe tauchen. So, wir weit genug weg. Das ist doch schon mal schön. Ah, Blümchen müssten wir jetzt eigentlich auch mal mitnehmen. Denn Bienchen und Blümchen wurde ja schon in den Kommentaren geschrieben, wird für Honig benutzt und Honig wird dann später im Late Game nochmal wichtig. Soll ich auf jeden Fall machen. Ich habe zwar noch keine Ahnung wofür, aber schauen wir mal. Werden wir noch rausfinden. Ist ja nicht... Sind ja noch nicht im Late Game. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal ein bisschen was mit. An Blümchen. Farbe kann man da ja auch nochmal draus machen. Gibt ja eine Farbmühle. Dann können wir auch noch alles anmalen. Aber wir haben ja noch nichts zum Anmalen. Wir haben nur einen Vogel, der Steine nach mir schmeißt. Mit dem Rucksack dürfte das eigentlich auch gut klar gehen hier. Jetzt nehme ich sogar Ananas und Co. wieder mit. Naja. So, hier ist auch nichts. Ach, das ist wieder die Insel mit dem Mosaiksteinchen hier hinten am Hintergrund. Kann ich hier jetzt einfach so wieder hoch? Ich weiß, dass da unten irgendwo so ein Bomberschiff-Fisch ist. Aber den wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja wirklich jetzt nur einmal kurz Blümchen sammeln. Insel leer räumen. Und dann gehen wir tauchen. Ja, da ist auch nochmal ein Blümchen. Da war schon mal ein paar Blümchen gesammelt. Zieglein hätten wir hier auch. Aber nein, Zieglein noch nicht. Wir haben noch nicht genug Erde. Ich habe ja jetzt immer noch immer das Problem mit unserem werten Lama. Ich musste halt immer noch selbstständig ein bisschen was machen. Ab und zu kommt mal Regen und dann ist fällt wieder da, aber es ist immer noch nicht groß genug für das eine Lama. So, komme ich hier hoch. Weil mit dir wollte ich mich jetzt nicht anlegen. Aber müssen wir auch unbedingt gucken, dass wir das dann auch abgeschlossen kriegen, weil sonst haben wir ja das Problem mit den Möwen, die picken mir das ja dann wieder kaputt. Ja, ist ja gut, komm. Eier hier einfach mal ein bisschen rum. Mit dir kämpfen wollte ich jetzt nicht unbedingt. So. Einmal mit ihm im Kreis gelaufen hier. Immer zickzack laufen.
Das passt schon. Dum di dum 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 dum. Dass ich ihn nicht runterschieben kann, so. Einmal einen Pfeil in den Boshi und dann... ist gut. Na, aber hier scheint jetzt nichts mehr weiter zu sein. Hier sehe ich jetzt gerade nicht auf die Schnelle. Wollte jetzt hier nicht so eine ewige Inseltour machen. Nimm uns jetzt hier einfach mal alles mit, was jetzt sammelbar ist. Eine schwarze Blume. Ich hoffe, das geht dann auch mit jeder Blume, die wir pflanzen. Das heißt, wir müssten uns ja so ein richtiges Gewächshaus auf dem Schiff bauen. Na, für Honig. Ah, noch ein Zieglein. Na, wartet ab, Zieglein. Irgendwann. Dann haben wir ein Zoo, dann haben wir ein Gewächshaus. Haben wir eigentlich alles bald auf, nur auf dem Floß. Legen wir nur noch ab, wenn wir wirklich wollen. Machen wir uns das Leben auf unserem Bötchen richtig schön. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Und wo ist die Kiste? Hier ist die Kiste. Oh, Bolzen ohne Ende. Ja. Also ich habe bis jetzt schon lange keine Bolzen mehr gemacht. Brauche ich auch nicht. Wir finden ja immer mal eine Kiste wieder. Das heißt, wir können den ganzen Metallerz schön zum Ausbauen benutzen. Das gefällt mir. So, hier nochmal hochhoppeln. Hier müsste jetzt auch noch eine Kiste sein. Ah, hier ist auch noch eine Kiste. So, nochmal ein paar Bolzen. Eigentlich müsste ich auch mal gucken, dass ich wieder die nächsten Mangos mir besorge. Aber die könnten wir auch notfalls anpflanzen. Hm, ich glaube, ich habe noch genug Mangosamen in der Kiste. Wir haben ja unsere kleine Baumfarne, haben wir ja schon. Ja, was sieht jetzt hier soweit safe aus? Ich denke mal, ich habe jetzt größtenteils das meiste an Pflanzen und Co. eingesackt. Ja, jetzt müssen wir sowieso schon zurück, weil jetzt können wir nicht mehr tauchen. Ich habe keine Ahnung. Ich traue mir leider mal nicht zu hier. Komm, wir probieren es mal. Was soll passieren, außer sterben? Dass mir ein Stein auf den Kopf fällt. Aber der ging gut. So, hier jetzt auch nochmal. So. Ja, hat doch gut geklappt. Dann gucken wir gleich nochmal beim Tauchgang, ob wir da vielleicht noch Eisenerz finden. Ich hoffe auf jeden Fall. Deswegen habe ich hier auch jetzt angehalten. Große Inseln, entweder die haben gut was oder sie haben gar nichts. Eins von beiden ist meistens. Oder es ist so gut versteckt, dass ich dann beim Vorbeilaufen einfach... Also vorbeischwimmen ist es, ja. Das dann einfach nur nicht sehe. So. Trinken wir nochmal ein bisschen was zum Wohl. Jetzt machen wir hier erstmal die Samen und alle rein, was ich jetzt hier bei habe. Ein paar Blümchen haben wir ja schon mal gesammelt. So ist es nicht. Gibt sogar Metallerz bekommen. Ja, das können wir ja gleich schmelzen. Gleich schmelzen, den guten. So. Gar nicht lange warten. Wir brauchen das Erz. So. Hier haben wir noch eine weiße Blüte. Hier haben wir noch die andere. Also von den Farben dürfte ich eigentlich alles haben. Oh, hier ist es aber falsch rum. Mal gucken, wie weit sich das stacken lässt. Das müssen wir dann auch nochmal zusammenmalen. Das wird ja dann auch nochmal ordentlich was. Und ich habe auch einen Mangosamen. Ich wusste doch, ich habe noch Mangobäume. So, hier ist auch schon Essen wieder fertig. Aber wir sind nicht da, um Essen zu holen, sondern um die nächsten Rezepte wegzuschmeißen. So, na jetzt müssen wir ja erstmal wieder ordentlich sortieren hier. So, Schleim kommt da noch rein. Dann haben wir hier jetzt noch das. Obwohl, das hatte ich hier mit reingeschmissen. Das brauchen wir ja gleich noch. Oh, 29 Bahnen haben wir jetzt schon. Das ist okay. So. Ja komm, eigentlich mehr brauche ich jetzt nicht. Können wir eigentlich jetzt schon Taucherausrüstung anziehen. Mal gucken, kann ich Captain Hut jetzt einfach mal mit beibehalten. Wuppeln hier jetzt einmal kurz lang und dann schauen wir mal. Billy hat auch keine Lust. Perfekt.
So, dann gucken wir jetzt mal größtenteilig nur nach Eisen. Und Co. Na gut, so einen Fisch ihn nehme ich mit. Dafür dürfte der Bogen noch reichen. Na, ein Schuss noch. Na komm, den nehmen wir noch mal mit. So, jetzt einmal kurz hochschwimmen. Sauerstoff tanken. Und dann schauen wir mal. Eisenerz, Eisenerz. Das heißt, Schrott lasse ich jetzt auch liegen. Sand, na gut, könnte man rein theoretisch nochmal mitnehmen. Genauso wie Ton, aber ansonsten der Rest bleibt jetzt einfach mal weg. Erze. Erze sind halt jetzt momentan Priorität. Ich nehme jetzt auch auf jeden Fall nochmal Kupfer mit. Wenn. Aber erstmal tauchen wir nochmal auf, weil Luft und so. Das heißt, wir gucken jetzt, dass wir uns jetzt erstmal so ein bisschen fokussiert auf die Erze stürzen. Ton, Sand. Und den Rest lassen wir da. Fischis nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Klar. Warum nicht? Das sind Fischis. Fehlt mir nur noch irgendwie so ein kleines Aquarium oder so. Hm. Einen Kugelfisch reinschmeißen. Wäre schon cool. So, haben wir hier vielleicht noch was? Ne? Sieht nicht danach aus. So, hier sehe ich jetzt auch keine weiteren Erze. Schon mal Sauerstoff holen. Keine Erze. Na gut, da ist nochmal Ton. Und Sand sehe ich da auch nochmal. So, Ton für die Schalen, damit wir dann halt immer genug Schalen da haben. Notfalls auch nochmal. Ich bin wirklich am Überlegen, nochmal ein paar mehr Schmelzen vielleicht nochmal aufzustellen. Mal gucken, so eine richtige schöne Schmelzerei. Hier das grün, das Blauzeug können wir auch nochmal mitnehmen. So eine richtig schöne Schmelzerei aufzustellen. Das könnte vielleicht nochmal, eigentlich nur so eher so Deko-Zweck, weil sonst wird der Raum wirklich sehr klein. Mit den 6 Stück haben wir, glaube ich, ja. Und dann kann man ja eigentlich auch relativ schnell alle zusammen schmelzen. Aber mal schauen. Also ich denke mal Eisen und ganzen Erze soweit, das werden wir sowieso öfters noch brauchen. Ich glaube nicht, dass das einfach so, ja, du brauchst das jetzt am Ende des Spiels nicht mehr. Das glaube ich nicht so. Also ich denke mal so Schrott für Nägel, das wird man sehr häufig brauchen. Die Metallbahn werden wir sehr häufig brauchen. Und auch, oh, Leiterplatinen und sowas in der Richtung, wenn es dann halt nochmal irgendwas mit Technik gibt oder so. Weil wozu soll es sonst noch Batterien geben? Da wird bestimmt noch das eine oder andere auf uns zukommen. Aber mal gucken. So. Ja, hier haben wir jetzt noch das Eisen, dann nehmen wir natürlich mit. Deswegen sind wir da. Gute Metallerze sind auch nochmal 2. Und ich glaube, ich muss dann für die nächste Insel auch wieder eine neue Taucherausrüstung zusammenbasteln. Jo. So, einmal kurz Luft holen. Kann man weiter tauchen. Na, Sand nehme ich jetzt nur mit, wie gesagt, nachher für die ganze Deko schon mal. Desto mehr Sand wir jetzt schon mal da haben, desto besser kann ich nachher Glas machen. Das ist die einzige Intention und der Überlebenszweck momentan von Sand. Wir haben zwar noch ein bisschen Glas da. Wir sammeln ja auch, kriegen ja hier immer durch die ganzen Kisten immer mal ein bisschen Glas, die man pro Insel mal kriegt. Aber ich denke mal, wenn wir das jetzt noch gleich mitsammeln, dann können wir nachher hier schön viele Fackeln und so weiter aufsetzen. Schauen wir mal.
Aber ich glaube, bis ich wirklich zum Dekorieren komme, da sitzen wir noch 40 Folgen dran. Möglich wär's. Also ich hatte echt gedacht, so wo ich das Projekt jetzt wieder nochmal gestartet habe, jo, ist ein kleines Projekt, das ging damals schon nur 30 Folgen. Lass da jetzt noch ein bisschen neuen Content machen. Lass mal nochmal ein bisschen übertreiben, ja, bis bei 50 Folgen und dann bist du durch damit. Viel dürfte sich da ja nicht verändert haben. Aber, naja, in Hintern gekniffen. Macht aber auch Spaß. Soll jetzt nicht heißen, dass es keinen Spaß macht. Bloß war eigentlich anders geplant. Weil ich hatte jetzt Raft auch lange nicht mehr auf Liste. Warum nehme ich jetzt schon wieder Schrott mit? Weil ich ein Meini bin, ganz ehrlich. So sieht's aus. Ich muss immer alles mitnehmen. Mann, ey. Schlimm mit mir. Hauptsache sammeln. So, hier ist jetzt nichts zu sehen. Die sehen aber auch. Die sind wirklich sehr schwer zu sehen hier. Hätte ich da jetzt nicht genauer hingeguckt, wäre ich da wieder dran vorbeigeschwommen. So, einmal kurz Sauerstoff holen. Guck lieber hier nochmal. Nicht, dass ich hier jetzt auch schon wieder was übersehen habe. Nö. Geht zwar hier tief runter. Da ist nur noch Kupfer. Nehmen wir jetzt mit. Ja, manchmal am Rand ist richtig schön. Anderes Mal, naja, eher nicht so. Aber das nehmen wir auch nochmal mit. Nur aufpassen nicht, dass ich irgendwann mal in so einen Bombenfisch reinschwimme. Also ein Kugelfisch. Ist eigentlich auch eine armselige Existenz. Ich lebe und wenn ich jemanden angreife, dann muss ich mich selbst in die Luft sprengen, um ihn zu schaden. Irgendwie tut mir die voll leid. Irgendwie. Mal gucken. So, jetzt hier nochmal alles wegnehmen. Oh, wir sind ja noch nicht mal ganz um die Insel rum, ne? Das ist mal wieder eine große Insel. So, hier können wir nochmal wegsammeln. Ich glaube auch nicht, dass unsere Taucherflasche und Co. den ganzen Rundgang hier schaffen. Eisenerz. Ich weiß, es ist Metallerz. Ich wurde auch schon mehrfach korrigiert in den Kommentaren. Aber trotzdem. Es ist Eisen. Wir machen eine Eisenbahn draus. Auch wenn es Metallbahnen sind. Aber Metall wird doch, ist doch dasselbe. So, aber hier jetzt nochmal gucken. Hier müsste ja jetzt eigentlich auch nochmal ein Fischi sein. Ja. Langsam habe ich die Inseln drauf. So, noch ein. Komm. Und dein letzter. Blub. Also, ganz ehrlich, explosiven Schleim haben wir jetzt wirklich schon gut. Wenn es jetzt nur für das Fangnetz ist, dann passt das. So, hier ist jetzt aber nichts weiter. Schrott, 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 Schrott. Ah, Kistchen. So, und noch ein Kistchen. Aber da waren mehr Planken drin als alles andere. Naja, gut. Naja, gut. Nicht weiter wild. Zwei kleine Geheimkistchen hier. Ah, hier haben wir noch ein bisschen was. Nehmen wir auch mit. Hier, das Zeug nehmen wir uns auch nochmal mit. Oh, noch ein Erz.
Schwimmen wir hier mal außen rum. Aber sieht nicht so aus, als wenn da jetzt was Gutes ist. Aber wir sind jetzt gerade mal um bei der Hälfte rum. Bei der Hälfte rum. So, weil ich muss auch mal wieder auftauchen. Weil Luft und so. Ne. Ich hoffe, mein Bogen reicht aus für die ganzen Tierchen. Sonst muss ich das mit dem Speer probieren. So. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Hier müssen wir ja zweimal tauchen hier. Hier ist jetzt auch nichts weiter. Hier geht es ja jetzt schon wieder rüber. Gut, hier nehmen wir nochmal Ton mit. Metallerz. Wo ist mein Eisen? Ich möchte doch noch ein bisschen mehr haben. So. Hier ist jetzt aber auch nichts mehr. Hier ist noch Sand. Nehmen wir nochmal mit. War eigentlich auch schon genug für die Insel gekriegt. Nein, ich habe gar nicht darauf geachtet, dass mein Wasser jetzt leer ist. Okay, Taucherflasche ist auch schon im Eimer. Das heißt, ich habe jetzt nicht allzu viel Sauerstoff. Das heißt, ganz gezielte Tauchgänge müssen wir jetzt machen. Gut, aber hier hinten ist mal wieder tote Hose. Hinter dieser Insel. Kein Erz, kein gar nichts dran. Nichts. Und da ist jetzt auch gerade. Oh. Und dann auch so tief. Oh. Jetzt habe ich noch nicht mal mehr Paddel. Ich sehe immer noch nicht unser Schiff. Doch, da hinten müsste es sein. Da sind wir ja schon fast einmal rum. Ja, es ist sogar noch das gute Erz hier. Hm. Na, immerhin. So. Ganz schnell. Schon mal kurz beiseite. Da ist noch mehr. Okay, mal erstmal hoch. Na, ich werde aufs Kind definitiv nochmal wieder Taucherflasche und Flossen basteln müssen. Es ist halt viel angenehmer damit. Ohne geht auch, aber man muss viel zu oft auftauchen. Man ist nicht schnell genug unterwegs, man kriegt nicht genug Tiefe schnell rein. Und dann heißt, wir nehmen jetzt nur noch Erze mit. Wenn ich welche sehe. Ach komm. Na, jetzt hier nicht noch absaufen. So weit kommt es ja noch. Jetzt hier noch absaufen. So, aber sonst sehe ich jetzt hier nichts mehr. Na gut, da unten sind noch welche. Ne, komm. Ich muss erstmal auftauchen. Sah jetzt erst nach ersten Blick nach Kupfer aus. So, einmal Luft holen. Und jetzt direkt runter. Nehmen wir jetzt auch mit. Kupfer. Achso, haben wir 15. Ja, Kupfer. Egal, wird mitgenommen. So, jetzt hier nochmal ein bisschen rumschwimmen. Und diagonal nach oben. Ne, direkt nach oben. Ja, das ist so doof. Ohne Taucherausrüstung. Na, Wellengang haben wir jetzt auch noch. Wellengang haben wir jetzt auch noch. Schlimmer kann es nicht werden. Na doch, Willi jagt uns jetzt noch. Was erzähle ich denn da?
aber hier hatten wir jetzt alles. Das heißt, wir können jetzt Richtung Häfchen zurückschwimmen. Alle hab's. Ja, Ausbeute eigentlich ganz okay. 20 Erze haben wir wieder. Die schmelze ich dann auch gleich ein. Dann mache ich jetzt hier nochmal Anker hoch. Dann lasse ich hier schon mal durchlaufen. Und, naja, Willi hat sich gerade schon wieder was aus Frust gegönnt. Dann würde ich auch sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen Cut. Ich werde jetzt hier nochmal alles wegsortieren. Mich kurz dehydrieren. Und die Erze und so weiter wieder einschmelzen. Also, schaltet wieder ein und bis denn.